Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch hier, wie ihr Toni Kroos die SBC abschließen könnt. Ist nicht so teuer, kostet nur 100 bis 120.000. Allerdings, das Tempo sagt mir nicht zu, deswegen werde ich die Karte auch nicht machen. Klar, Kroos ist ein geiler Spieler, aber ja, ich werde ihn nicht meinen. Wer ihn macht, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Hier seht ihr die erste Lösung. Ja, müsst ihr am besten noch denken, hier ein ZDM Henderson einfach hinpacken. Dann geht das klar, weil ich habe hier ein bisschen Loyalität in dem Team und dann packt ihr hier einfach einen Henderson hin, dann geht das klar. Gehen wir einfach durch, welche Spieler ich hier genommen habe. Wie gesagt, das ist nicht so teuer. Das Team kostet, glaube ich, sogar auch nur um die 20.000, 30.000. Das andere kostet so fast 100. Das ist wenig, kostet so um die 100, 120. Das geht eigentlich voll klar. Wie gesagt, ich werde das nicht absenden. Und hier das 85er Team, das ist natürlich ein bisschen teurer. Ja, braucht man halt sehr, sehr viele 85er, 86er mit Perisic. Gehen wir einfach mal durch, wenn wir hier reingemacht haben. Miranda habe ich drin, Dzeko reingepackt, Pjanic 86er, Khedira, Callejon, Mandzukic und auch noch Perisic. Also ja, wie gesagt, das hier ist nicht ganz so billig. Kostet, kriegt man allerdings auch ein 45k-Pick, was auch nicht so schlecht ist. Ja, Freunde, wir können uns nur mal die Karte von Kroos auch anschauen. Wie gesagt, die Videos gehen ja immer relativ kurz, aber ihr feiert es, wenn es euch natürlich wieder gefällt, Freunde, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Schauen wir uns Kroos an. Ist die Karte hier. Also wie gesagt, bis auf der Tempowert, schwacher Fuß, 5 Stärke, ist schon mal sehr, sehr geil. Ausdauer 76, ja, ist akzeptabel noch, ist jetzt auch nicht besonders krass. Also die Werte sind gut, hätte der so 80 Tempo, man könnte den so gut spielen, also echt eine gute Karte. Wenn der dies Jahr einen Tots kriegt, dann könnte man den spielen, weil dann wird der so 75 bis 80 Tempo haben. Dann ist er schon spielbar, aber so finde ich ihn noch nicht spielbar. Mit 70 Tempo würde ich ihn noch nicht spielen. Freunde, ich hoffe, euch hat es mit dem Video gefallen. Wenn ja, gibt es sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.